Wir treffen uns heute zum Thema, um über die zahlreichen Ungereimtheiten, um nicht zu sagen Anomalien im Fall Anis Amri zu sprechen. Meine Gäste sind Herr Kain Kölbel und Rainer Rupp. Herr Kölbel, Sie waren oder sind Kriminalist und waren Ermittler in zahlreichen Mordfällen, auch im Bereich Terrorismus. Anschläge im Terrorismus haben Sie ermittelt. Herr Rainer Rupp, Sie waren in leitender Funktion in der politischen Abteilung des NATO-Hauptquartiers in Brüssel tätig, ebenfalls Spitzenagent des Auslandsnachrichtendienstes der DDR. Und nach Ihrer Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2000 sind Sie als Publizist und Journalist tätig und Sie gelten als ausgewiesener Terrorismusexperte. Herr Rupp, ich möchte Sie bitten, einleitend noch einige Worte zum Fall Anis Amri zu verlieren. Was bei diesem Bild von Herrn Amri stört, ist sein Verhalten. Sein Verhalten, dass er nach seinem 4-jährigen Gefängnisaufenthalt in Palermo vorgelegt hat, in der Öffentlichkeit oder in seiner Öffentlichkeit und wie er das dann in Deutschland fortgesetzt hat. Er ist also sofort in den sogenannten sozialen Medien tätig geworden, hat sich gebrüstet, ist da rumgetanzt, schaut mal alle auf mich, was für ein toller Dschihadist ich bin und ich suche Waffen, ich will Geld sammeln, ich suche Leute, die mit mir für Allah töten wollen, so in diesem Stil. Und nachdem er, ich nehme an, in Italien nicht mehr tragbar wurde in seiner Arbeit, oder aus welchen Gründen auch immer, kam er nach Deutschland und in Deutschland ging das im selben Stil wieder weiter. Ja, das berichten ja auch unsere offiziellen Medien, beziehungsweise nicht nur unsere offiziellen Medien, das ist die offizielle Darstellung unserer Ermittlungsorgane. Und auffällig ist natürlich bei diesem Verhalten, es sind bestimmte Merkmale, die passen auf ein bestimmtes Berufsbild. Und dieses Berufsbild ist das Berufsbild des Agent-Provokateurs. Und solche Agent-Provokateure werden in der Regel im Gefängnis angeworben, weil sie dort wegen irgendwelchen Kleinkriminellen oder anderen Sachen sitzen und dort kann man die bearbeiten und man bietet ihnen ein besseres Auskommen und eine Aufgabe an, wenn sie aus dem Knast sind. Sie sagten jetzt gerade Agent-Provokateur. Können Sie das für die Zuschauer noch etwas genauer erläutern? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Naja, Herr Amri hat das ja sehr, sehr deutlich dargestellt. Im Grunde genommen müsste nämlich jeder nicht muss, weiß jeder echte Dschihadist, dass man die sozialen Netzwerke und auch das normale Telefon meiden muss, wie der Teufel das Weihwasser, wie man dann das hier so sagt. Was macht er aber? Er gebärdet sich als der tolle Terrorist, benutzt all diese Dinge, um sich bekannt zu machen und im Grunde genommen, um unwissende, vielleicht unzufriedene junge Leute anzusprechen, um die dann natürlich entsprechend bei den Organen, für die er wirklich arbeitet, nämlich für die Antiterroreinheiten in den jeweiligen Ländern, um die dann zu melden zur weiteren Aufklärung. Und daher ist er ja auch, das würde auch sehr gut in das ganze Bewegungsbild von ihm passen, von einem LK, von einem Bundesland zum anderen, ich würde mal sagen, weitergereicht worden. Und dort wurde er dann von verschiedenen V-Leuten der LKAs und Verfassungsschutz betreut. Das würde auch viele andere Dinge noch erklären, auf die sicher Herr Kain Kübel näher eingehen möchte. Herr Kölbel, vielleicht als einleitende Frage meinerseits, was vielleicht vielen Zuschauern aufgrund der ganzen zahlreichen Ungereimtheiten im Fall Anis Amri so gar nicht mehr bewusst war, war ja die Tatsache oder ist die Tatsache, dass nach den anfänglichen Ermittlungen im Fall Anis Amri, also unmittelbar nach dem Anschlag, zunächst ein Pakistani unter Verdacht stand, der auch aufgegriffen wurde. Und wenn mich nicht alles täuscht, etwa 24 Stunden später wurde dann ja ein
wurden die Ausweisdokumente des Herrn Anis Amri unter dem Beifahrersitz des LKWs gefunden. Das klingt skurril. Ja, welche Schlüsse ziehen Sie daraus als Ermittler? Ja, die Faktenlage ist wohl, die Straftat hat 20.02 Uhr am Montag begonnen, stattgefunden, das heißt das Attentat auf dem Markt. Und die Ermittler von der Berliner Polizei, die den ersten Angriff, die Sofortmaßnahmen gefahren haben, behaupten, sie hätten in den ersten Stunden des ersten Tages den LKW, das Tatfahrzeug, von außen kriminaltechnisch forensisch untersucht und hätten sich erst am Dienstag, dem zweiten Tag, dem Inneren zugewandt. Deswegen dann am Nachmittag, am späten Nachmittag des Dienstages erst der Fund, der vermeintliche Fund. An die Medien gegangen sind sie damit am Mittwoch. Am Mittwoch wurde das dann bekannt. Da gab es die erste Reaktion eines Kriminalbeamten. Der ist im Bundestag Abgeordneter von der Linken, Frank Tempel. Der sagte dann eben halt, man muss auch mal hier nachgucken, sehr akribisch hinterfragen, ob da nicht eventuell Platzierung stattgefunden hat. Das heißt, diese Geldbörse eventuell von nachgeordneten Kräften, die die Polizeiarbeit fortgesetzt haben, wie das LKA, Terrorismusabteilung, dass dort irgendwo etwas fingiert wurde. Ja, in der Tat klingt es, wie gesagt, etwas skurril, ja. Und vor allen Dingen stellen sich wahrscheinlich viele Zuschauer die Frage, es ist ja nicht das erste Mal, dass nach einem Attentat Ausweisdokumente des Attentäters auftauchen. Und also was hat es damit auf sich? Es wird vielerorts wird argumentiert, dass die Attentäter damit ein Ausrufezeichen oder sich selber identifizieren möchten, um halt zu sagen, passt auf Leute, hier ist mein Ausweis, ich bin der Terrorist gewesen. Ja, was halten Sie von dieser Argumentation? Ja, es gibt da mehrere Ausreden, würde ich so sagen. Also es wird auch argumentiert, dass ISIS dann am Ende sogar den Hinterbliebenen der Familie noch irgendwo eine kleine Geldleistung gibt. Ja, aber ich bin der Überzeugung, dass ein Märtyrer, der das aus Prinzipien seines Glaubens heraus macht, erstens nicht auf das Geld aus ist und zweitens letzten Endes vielleicht, wenn er mit ISIS zusammenarbeitet, auch das Bekennervideo sowieso schon gedreht hat. Ich denke eher, dass diese Geldbörse möglicherweise mit den Personaldokumenten platziert worden ist. Das ergibt sich aus dem ersten Angriff. Die Polizei ist aktiv in den ersten 24 Stunden. Da hat sie einen Täter, einen pakistanischen, den sie nicht überführen kann und muss versuchen, ihn mit aller Spurenlage doch das Gegenteil zu beweisen. Und zu dieser Spurenlage gehört natürlich dazu, dass der Vernehmer benötigt, ein Statement von den Kriminaltechnikern, von den Forensikern, hat dieser Pakistani da drin das Lenkrad angegriffen, sind seine Fingerspuren da. Sie benutzten jetzt gerade den Begriff des ersten Angriffs. Ich glaube, das ist vielen Zuschauern jetzt so nicht geläufig. Können Sie diesen kriminalistischen Begriff noch mal etwas näher erläutern? Der erste Angriff ist grob gesagt, das sind die ersten 24 Stunden, wo die Spuren noch warm sind, wo man alle Sofortmaßnahmen ergreifen muss, Rettungsmaßnahmen, Zeugen ermitteln, den Tatort absperren, gucken, wer sich da bewegt hat, Personenbewegung, Personalien feststellen. Also alles so viel Kleinkram, viel Arbeit und den ersten Spuren nachgehen, erste Fahndungsmaßnahmen einleiten. Und in diesen wenigen 24 Stunden hat die Polizei letzten Endes die ganze Zeit sinnlos vergeben, aus welchen Gründen auch immer. Sie ist der falschen Spur nachgerannt, sie wurde beschäftigt mit dem Pakistani und hat sich der eigentlichen Spur, die dann am Dienstag eröffnet wurde, durch wen auch immer, nicht wenden können. Also der Täter hatte einen absoluten Vorsprung, um sich vom Tatort wegzubegeben. Warum er das machen sollte, wenn er jetzt hier ein Attentat durchführt, bleibt irgendwo in der Schwebe. Denn ein Attentäter ist immer bemüht, so viel wie möglich noch mitzunehmen. Wir wissen, er hatte auch eine Pistole dabei. Ja, warum ist er nicht ausgestiegen und hat dann noch ein paar, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, Attentäter sind wahnsinnig, nicht noch ein paar Kugeln in die Menge geschossen, bevor er sich selbst dann richtet. Nein, er lässt seine Dokumente da, aber er flüchtet. Was macht das für einen Sinn? Ja. Wenn ich flüchte,
will ich die Täterschaft verbergen beziehungsweise mich von dieser Tat entfernen, um die Spuren auch zu verwischen. Ja, aber er hat ein Dokument dagelassen und ist geflüchtet. Ja. Was passiert in diesem Zeitraum der Flucht? Warum wird er von den Netzwerken, die behauptet werden, existierten um ihn herum, salafistische Netzwerke, Moscheenbesuche, Hassprediger, warum wird er dort nicht aufgenommen? Warum wird er nicht versteckt? Warum wird ihm keine Fluchtmöglichkeiten über diese Netzwerke gegeben? Nein, der fährt nach Belgien, der fährt nach Holland, der fährt über Frankreich, nach Italien, wo er dann am Ende beseitigt wird. Es war ja noch eine weitere Person sozusagen in diesen Anschlag verwickelt. Und zwar der polnische Lastwagenfahrer selber, ja, von der polnischen Spedition. Dort ranken sich auch diverse Spekulationen. Einerseits wurde er als Held gefeiert, der vermeintlich noch ins Lenkrad gegriffen hat. Dann hieß es, er wäre schon seit einigen Stunden tot gewesen. Welche Erkenntnisse haben Sie gemeinsam da zutage gefördert, Herr Rupp? Und Ich glaube, diese Antwort, also die Antwort auf diese Frage kann Herr Kübel besser geben. Er hat das sehr detailliert recherchiert. Mhm. Ja, er hat wohl gegen 9 Uhr morgens seinen LKW da abgestellt bei ThyssenKrupp. Er konnte nicht entladen werden, weil die Firma ausgelastet war an dem Tag und sollte einfach übernachten und am nächsten Tag wiederkommen. Gegen 15 Uhr gab es wohl das letzte Telefonat mit der polnischen Heimat und gegen 16 Uhr war der Kontakt total abgebrochen. Die Gerichtsmedizin sagt, er wäre zwischen 16:30, 17:30 per Kopfschuss verletzt worden. Er wäre noch nicht tot gewesen, aber er hatte auch noch zahlreiche Messerstiche nach Angaben des Besitzers des LKW, der ja sein Verwandter ist, im Gesicht, am Körper. Also es muss da im Pfarrerhaus eine ordentliche Auseinandersetzung stattgefunden haben, die den geschädigten Polen arg zugerichtet hat, die ihn aber nicht tötete, so wie ich es jetzt nach dem Ermittlungsstand feststellen sollte. Er hat noch gelebt, möglicherweise hat er sogar noch bis zum Anschlag gelebt, aber er war nicht handlungsaktiv, er hätte nicht in das Lenkrad mehr greifen können, wie das am Anfang kolportiert wurde. Da stellt sich natürlich bei mir die Frage, ich habe da im Fahrerhaus, ich bin ein 24-jähriger junger Mann, mit einem völlig unbekannten Tatwerkzeug, ein Scania R450, den es erst seit 2015 auf dem Markt gibt, Riesenkoloss, ja, und habe da auf dem Beifahrersitz so eine Schlacht neben mir und das Ganze durchlebe ich bis zur Tat vielleicht 4 Stunden und entscheide mich dann noch zur Tat, mit diesem Scania auf dem Weihnachtsmarkt zu fahren. Also diese enorme psychologische Belastung, die erschließt sich mir noch nicht, wie der Täter das schaffen kann, einerseits diesen noch nicht vollendeten Mord zu verkraften, andererseits schon wieder den Tatvorsatz, den Extremen zu haben, noch mehrere Leute zu töten. Und mir erschließt sich auch nicht, wie dieser 24-Jährige mit diesem großen Fahrzeug sich durch Berlin bewegen konnte. Ich habe da ein paar Trucker befragt, die auch Testfahrten mit diesem Scania gemacht haben. Und man wundert sich eben halt, dass er noch nicht mal irgendwo an einer Kreuzung oder in einer Kurve eine Ampel umgefahren hat, weil der ist schwer zu manövrieren, das Ganze. Ja. Und das sind so die Probleme, wo ich ja ins Grübeln komme, was das für eine enorme Leistung ist, die dieser Mann eigentlich erbracht haben soll, ganz allein, ohne große fahrerische Erfahrung und dann noch so ein Mammutverbrechen im Genick. Also der hat ja, das ist eine kriminelle Energie und wenn man weiß am Tatort, wenn man schon mal gewesen ist und man hat viel Blut da vor Ort, es ist jemand getötet worden, vielleicht auch auf eine bestialische Art und Weise, hat der Ermittler selbst zu tun, sich dort auf den Beinen zu halten, weil es riecht, es gibt Emotionen. Ja, und der hat das einfach mal in so einer Fahrerkabine ein paar Stunden nach laut Gerichtsmedizin ausgehalten. Also das ist nicht nur Terrorismus, das ist Barbarentum pur. Ich kenne keinen vergleichbaren Fall jetzt im Terrorsystem, in den Verbrechen, Terrorverbrechen, der dem ähnlich gelagert wäre.
Ja, in der Tat, ein einmaliger Fall, muss man tatsächlich so sagen. Und was ihn vielleicht auch von anderen Tragödien dieser Art im europäischen Vergleich unterscheidet, ist die Tatsache, dass auch von den Opfern, den Angehörigen, unheimlich wenig berichtet wurde. Es gab bisher nicht die Blumensträuße von Politikern, sage ich mal, die Journalisten, die am Krankenbett stehen und Anteil nehmen. Ja. Sie haben sich die Mühe gemacht tatsächlich und haben einige Zeugen ausfindig gemacht. Sie verfügen über die entsprechenden Kenntnisse, keine Frage. Was für Erkenntnisse konnten Sie da zutage fördern? Also ich habe einige Zeugen ausfindig gemacht, aber es waren nicht alle bereit, etwas zu sagen. Ein Zeuge aus Palermo, das ist jetzt natürlich ohne Zusammenhang. Der Amri hat in Palermo 4 Jahre im Knast gesessen. Das spielt aber jetzt hier keine Rolle. Er wurde schwer geschädigt. Er wurde vom LKW, vom Truck erwischt. Ihm wurde das Jochbein gebrochen. Also er hatte schwere Gesichtsverletzungen. Seine Frau war ebenfalls noch mitbeteiligt, aber weniger verletzt. Mit dem habe ich ein Interview geführt in Palermo. Also ich war nicht in Palermo, aber wir haben uns da konsultiert. Und er sagte, er wäre von der deutschen Polizei weder namentlich erfasst worden, noch bis zum heutigen Zeitpunkt befragt worden, geschweige denn von irgendwelcher Opferhilfe zu sprechen. Ne? Und das geht offensichtlich vielen so, weil es gibt jetzt schon einen kleinen Aufruhr auch in den Medien. Man mokiert sich, dass die Opfer weder Gesicht noch Stimme bekommen haben. Ja. Weder die Angehörigen der Getöteten noch die Verletzten. Es sollen ja immer noch welche in den Krankenhäusern liegen. Das ist auch eine Geschichte, die ich etwas problematisch fand. Es gab viele Verletzte und obwohl Krankenhäuser gewisse Kapazitäten haben, sind sie alle sehr, sehr verteilt worden, verstreut worden in Berlin. Vielleicht um sie aus den Nachrichten herauszunehmen, ja. Das ist das Problem. Aber anstelle der Opfer haben bestimmte Journalisten die Opferrolle übernommen. Das heißt, es waren ein Dutzend Journalisten, Medienschaffende, Fotografen vor, während und nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt nach meinen Ermittlungen. Das ist interessant. Würde das jetzt im Endeffekt bedeuten, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass Journalisten vor dem Anschlag bereits vor Ort waren? Ja, ich habe auch versucht, die Gründe herauszufinden. Gab es irgendwo einen Kongress? Gab es ein Kolloquium? Ja, aber ich habe nichts finden können. Offenbar waren die alle irgendwo zufällig da. Also es waren Medienschaffende aus mehreren Ländern, aus Großbritannien, aus den USA, da aus skandinavischen Ländern, darunter ehemalige Nachrichtensprecher für einen finnischen Fernsehsender, dann eine britische Journalistin, die gerade ihr Diplom erhalten hatte im medialen Bereich, eine amerikanische Journalistin, die auch Herausgeberin war, die Reisejournalismus auch gemacht hat. Es war ein Anteilseigner da vom Südwestfunk ARD und es kam spaziert ein Redakteur aus der Chefredaktion der Morgenpost, der das dann noch ganz cool per Video alles aufgenommen hat. Und das hat mich stutzig gemacht. Ja, in der Tat macht einen das stutzig. Also das klingt ja unglaublich, wenn ich ehrlich sein möchte. Deswegen habe ich sie auch alle angeschrieben, die da waren. Ich wollte gerade fragen, woher haben Sie Ihre Erkenntnisse? Ja, ich habe Ermittlungen geführt, wie man das so gelernt hat an der Hochschule und im praktischen Leben als Kriminalist und habe eben dann meine Ermittlungen geführt. Und sie haben natürlich nicht geantwortet. Bis auf eine britische Journalistin hat sich niemand bei mir gemeldet. Und was ich dazu noch sagen sollte, ist, dass zwei dieser Journalistinnen hervorstechen. Also diese zwei Journalistinnen, eine amerikanische und eine britische, haben sich als Opfer aufgebaut. Das heißt, sie haben auf die Tränendrüse gedrückt. Wir wären beinahe vom Truck erfasst worden.
Die Amerikanerin sagt, zum Glück hat mein Freund gerade eine SMS geschickt, sodass ich stehen blieb und antworten musste. Da ist er an mir vorbeigerauscht und konnte mich zum Glück nicht töten. Damit ging sie durch alle Medien. Und die Britin, die war am Glühweinstand. Und nach meinen Ermittlungen war die Britin, also zum Tatzeitpunkt 20.02 Uhr am Glühweinstand. Und nach meinen Ermittlungen war die Britin auch schon zwischen 15 und 16 Uhr am Glühweinstand. Also 6 Stunden ungefähr. Ich habe da ein Foto davon. Also sie hat 6 Stunden auf dem Markt verharrt. Also wie gesagt, das klingt unglaublich. Sie haben trotzdem diese Erkenntnisse zutage gefördert. Gibt es dazu Parallelen in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte? Oder? Ich habe jetzt natürlich mich in meiner Arbeit auf wenige Terrorgeschichten spezialisiert. Also meine Spielwiese ist das Attentat auf den ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri 2005. Das ist so eine Art Kennedy-Mord im arabischen Raum. Dort habe ich das gleiche Symptom entdeckt. Das heißt, da gab es eine enorme Explosion. Da sind 1000 und noch mehr Kilo Sprengstoff explodiert. Und ein Riesenereignisort, es hat gequalmt, es hat geraucht. Und da sind 3 Amerikanerinnen, 3 junge Leute. Der eine gehörte bis kurz vor seiner Ankunft in Beirut zum Spezialkommando der amerikanischen Armee und hat in Afghanistan und Irak unter CIA-Führung bestimmte Operationen mit ausgeführt. Er hat für die New York Times berichtet. Die sind da rein, da war noch keine Polizeiabsperrung, noch nichts. Da waren die Rettungswagen noch nicht da. Da sind die dort rein in dieses qualmende Inferno und haben erste Fotos gemacht. Er hatte am Tag zuvor seine Freundin einfliegen lassen vor dem Attentat oder beziehungsweise in der Nacht. Sie kam wenige Stunden vorher an. Und das war eine Fotografin für die New York Times. Und die hat hunderte Fotos geknipst am Tatort, die nie irgendwo publiziert worden sind. Ich habe mir da Auszüge aus ihren Karten, Chipkarten besorgt und die Fotonummern. Deswegen kann ich das jetzt mit Gewissheit sagen. Und es kam noch eine Amerikanerin, ein junges Mädchen, die ist auch kurz vor dem Attentat aus London nach Beirut gekommen. Die war 4 Jahre lang beim Nachrichtencenter APC beschäftigt und hat dort Terrorakte bearbeitet. Das war das erste Mal. Das habe ich akzeptiert und habe gesagt, okay, kann sein, zufällig da gewesen. Dann haben wir natürlich noch die Terrorakte in Deutschland und in Nizza. In Nizza ist ja bekannt, dass der Journalist vom Bayerischen Rundfunk, Richard Gutjahr, auf dem Balkon gestanden hat und den Truckfahrer, der dort über 80 Menschen niedergemäht hat, gefilmt hat, das ganze Ereignis. Und er war ja dann auch zufällig wieder in München dabei, als bei McDonald's. Auch vor dem Attentat bereits in München? Oder das kann ja Zufall gewesen sein. Ja, er sagt, es ist Zufall gewesen. Die Polizei ist dahin gerast und er hat sich einfach in den Cordon eingereiht und ist mit hingefahren, ja, und hat dann die aktuelle Berichterstattung da auch aufgemacht. Er war dann derjenige, der dann auch die aktuellen Bilder mitgebracht hat. Ja, ihm wird natürlich vorgehalten, dass er Vorahnung hatte, Vorinformationen zu diesen Attentaten, weil man macht ihm zum Vorwurf, dass seine Frau, eine Israelin, für den israelischen Geheimdienst gearbeitet hat. Und das wird dann in den Medien kolportiert. Aus diesem Grunde heraus hat er Vorahnung gehabt. Ja. Gut, kann sein, muss nicht sein, will ich auch nichts dazu weiter sagen. Ich stelle es einfach nur in den Raum. Aber Fakt ist immer, wo Terrorverbrechen stattfinden, sind Journalisten nicht weit. Ja. Das scheint tatsächlich so zu sein, ja. Herr Rupp, Sie wollten auch noch was dazu sagen? Ja, wir müssen uns natürlich fragen, warum? Ja. Ja, warum da die Journalisten nicht weit sind? Also in diesem speziellen Fall jetzt hier in Berlin haben diese Journalisten, die schon alle vorher da waren, praktisch die gesamte Nachrichten dominiert anschließend. Sie haben die Geschichte so dargestellt, als wären sie selbst die Zeugen gewesen, ja, waren ja auch dabei als Zeugen. Und die anderen, die Nicht-Journalisten, die wurden gar nicht mehr gefragt. Also sehr wenige Leute haben praktisch die gesamte internationale Nachrichten bzw. Darstellung dieses Verbrechens dominiert.
Und dabei ging es natürlich viel um Herzschmerz und Emotionen. Aber es gab keine einzige kritische Frage. Es gab keine, und wie gesagt, und andere Zeugen blieben einfach draußen vor. Das ist ein Aspekt, der wahrscheinlich weitergehende Bedeutung hat. Ich verstehe, also Sie wollen sagen, also die Deutungshoheit des gesamten Ereignisses lag letztendlich bei den Journalisten, weil ja auch keine Angehörigen zu Wort kamen. Man weiß unheimlich wenig über die Opfer selber. Also das bleibt letztendlich eine absolute Tatsache, ja, dass eine Handvoll Leute letztendlich ja tatsächlich die Deutungshoheit in der Hand hat. Also so wie ich das zurückführen kann, eigentlich nur auf zwei Journalistinnen, also eine britische und eine amerikanische, ich will sie nicht beim Namen nennen, sonst hat man gleich wieder Klagen am Hals, aber die haben bedient CNN, ABC, CBS, Sky News, live vor der Kamera, als auch am Mikrofon. Und die eine britische Journalistin, die ist dann in ihr Hotelzimmer gegangen, die hat dann letzten Endes noch ein kleines Video machen lassen mit sich selbst, mit ihrer Aussage. Das ging dann in die Tageszeitungen, in die großen Tageszeitungen, die britischen. Und damit war die Informationslage gegessen. Die anderen Tageszeitungen schreiben ja immer nur voneinander ab, was die großen Nachrichtensender auch vorgeben. Die waren überall. Ob das jetzt eine polnische Zeitung ist, ob das jetzt eine holländische Zeitung ist, auf diese zwei Journalistinnen bezieht sich ständig die ganze Nachrichtenlage in den anderen Ländern. Die werden auch namentlich zitiert. Und das ist irgendwo etwas erschreckend, ja, weil es ja Opfer gibt, weil es Verletzte gibt, richtige. Ja, und nicht nur Leute, die jetzt von sich behaupten, wow, die SMS hat mich gerettet. Ja? Oder die andere sagt, ja, Gott sei Dank, ich hatte mein Glas Wein in der Hand, das hat er nicht verschüttet. Jetzt hier, der LKW, ich bin gerade so noch davon gekommen. Also das ist, es geht irgendwo in die falsche Richtung. Nochmal zurück zum Fall Amri selber. Ja? Amri war 7-mal Thema im Terrorabwehrzentrum. Er wurde von einem V-Mann observiert. Er war von März bis September wurde er von der Bundesanwaltschaft ebenfalls observiert und abgehört etc. pp. Eigentlich das ganze volle Programm. Letztendlich, der V-Mann sagte aus nach letzten Erkenntnissen, dass man durchaus davon ausgehen muss, dass er einen Terroranschlag plant, dass er sich nach Bomben im Internet umschaut, wie man diese zusammenzimmert, sage ich mal, dass er sich nach Waffen umgeschaut hat etc. Trotzdem kam die Bundesanwaltschaft letztendlich zu dem Ergebnis dann im September wahrscheinlich, dass keinerlei Gefahr von diesem Mann ausgeht. Wie erklären Sie sich das? Ja, die Entscheidung war am 2. November 2016 und im Oktober und im September und im Oktober haben sowohl die tunesischen als auch die marokkanischen Geheimdienste nochmal richtig Druck Richtung Deutschland gemacht. Die haben sich an den BND gewandt, an den Bundesnachrichtendienst, die haben sich an das Bundeskriminalamt gewandt, die haben sich selbst an das Landeskriminalamt nach Nordrhein-Westfalen gewandt und haben partout darauf hingewiesen, der hat was vor. Der Mann plant ein großes Ding in Deutschland. Ja. Die letzte Konsultation der Geheimdienste war wirklich Ende Oktober 2016. Und wenige Tage danach hat man gesagt, nö, der Mann ist kein Gefährder. Also was er im Vorfeld alles praktiziert hat, ob er nun als Provokateur unterwegs war, das ist die eine Geschichte. Aber er hat sich nach Bomben bauen sachkundig gemacht. Er hat versucht, an Schnellfeuerwaffen heranzukommen. Ja. Im Ende 2015 ist er bei der Polizei in Berlin aufgelaufen mit Beschaffungskriminalität und mit dem Verdacht, Geld durch Raubdelikte und Eigentumsdelikte sich zu verschaffen, um für einen Anschlag Gelder letzten Endes einzuholen. Das hat die Berliner Polizei bei der Berliner Staatsanwaltschaft vorgetragen und wollte unbedingt ein Strafverfahren erwirken. Und die Berliner Staatsanwaltschaft hat gesagt, ничего, machen wir nicht. Da wäre Ende 2015, wären höchstwahrscheinlich 12 Todesopfer schon verhindert worden, wenn die eingegriffen hätten. Aber das lag in den Händen der Berliner Staatsanwaltschaft. Die Polizei wollte etwas unternehmen. Ja, und die Staatsanwaltschaft, ich nehme an, es war die politische Abteilung, die die Terrorfälle bearbeitet, die wird natürlich dann gute Gründe gehabt haben, vielleicht die schützende Hand über ihn zu legen.
Ach, wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie noch mal sozusagen unterscheiden zwischen der Polizei, ja, und anderen Sicherheitsorganen? Ja, Also die da noch mal sozusagen. man muss von der Polizei und der Polizei auch unterscheiden. Also ich würde mal sagen, die Polizei, die in den ersten Stunden die Tatortarbeit gemacht hat, die ersten Ermittlungen, die den Pakistani vornommen hat, die hat seriöse Arbeit geleistet. Klar kann man Fehler machen. Dann die Übernahme ist dann schon wieder problematisch, weil Landeskriminalamt, diese Terrorabteilung, da halte ich aus gewissen Gründen immer etwas Abstand mit meiner Meinung. Ich kann die ganzen Leute, die dort arbeiten, die Kriminalisten, nicht über einen Kamm scheren. Aber ich weiß, aus dieser Abteilung ist ein erster Kriminalhauptkommissar gekommen, Gerhard Lehmann, der seinerzeit von der UNO nach Beirut geschickt worden ist, eben um diesen Mordfall Hariri mit zu untersuchen. Und er hat dort nachweislich Ermittlungsergebnisse für viel Geld verkauft. Und er hat auch dafür gesorgt, dass Zeugen mit Geld eingekauft worden sind, um Falschaussagen zu machen, die den Staat Syrien und die Regierung Syrien und die libanesischen Geheimdienste, die natürlich damals eng zusammenwirkten, zu belasten. Ja, und da merkt man, dass man sich immer auf Glatteis bewegt, wenn man in diese Terrorabteilungen kommt, weil dort gibt es auch nicht nur die Zielrichtung des Aufklärens von Straftaten, sondern dann gibt es auch die Zielrichtung von Hineingleiten in bestimmte Gruppen, um die Strukturen aufzuklären, um V-Männer zu setzen und so weiter und so fort. Da fängt der Nebel an und im Nebel befinden sich nicht nur die Kriminellen, im Nebel befindet sich dann auch mancher Kriminaler. Ja. Ja, das haben Sie, ja, wer weiß, vielleicht treffend ausgedrückt, man weiß es nicht, ja. Letztendlich wird ja in dem Zusammenhang tatsächlich von einem Behördenversagen aktuell gesprochen. Aufgrund der Tatsache, dass Amri ja komplett vom Radar verschwunden wurde letztendlich. Er galt ja als ja, man kann es nicht anders formulieren, als hochgefährlicher Gefährder, wenn man so möchte. Trotzdem wurde ja letztendlich sozusagen gesagt, er wäre einer rund um die Uhr Überwachung nicht mehr würdig, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ja, aufgrund von Kapazitätsgründen. Und daher würde man daraus schließen, es müsste sich da um ein, ja, mein Behördenversagen letztendlich handeln. Diese Argumentation, erscheint die Ihnen schlüssig? Ja, das ist ja der Tenor, der durch die ganzen Medien seit Tagen läuft. Also die Behörden haben versagt. Und jetzt müssen wir einen Untersuchungsausschuss machen, müssen wir gucken, wer was verzapft hat und die Konsequenzen ziehen. Puh, ja, das ist die eine Richtung. Aber die andere Richtung macht keiner auf, ob dieser Terrorist vielleicht geführt worden ist. Ja. Das heißt, vielleicht gibt es Personen, die ihn, wie er schon angedeutet hat, als Provokateur aufgebaut haben und vielleicht auch zu dieser Tat letztendlich hingeführt haben. Die andere Frage, man muss es vielleicht auch mal andersrum sagen, das, was bei dem aufgelaufen ist, bei dem tunesischen Attentäter an krimineller Aktivität, ja, es ist eine enorme Menge, da kann ich Ihnen nicht aus den Augen lassen, auf keinen Fall. Und schon gar nicht, wenn andere Dienste auch noch darauf hinweisen, dann frage ich mich, was haben denn die anderen 450 Gefährder vor, wenn man so einen schon fallen lässt? Das ist die Frage, Ja, die sich in bauen der die an Tat. der Atombombe? Ja, ich weiß es Ja, nicht. das Ja. ist eine Frage, die sich in der Tat Auf der auftut. anderen Seite gibt es natürlich ein strukturelles Problem. Der Münch, der Präsident des BKA, hat im Sommer, lange vor der Tat, auch schon gejammert, dass einfach die Personen fehlen, das Personal fehlt. Und er hat gesagt, oh ja, jetzt haben wir mal 200 Planstellen noch dazu bekommen. Die Leute werden eingesetzt, aber sie werden parallel zu ihrer neuen Tätigkeit auch erstmal dazu ausgebildet. Also da scheint vieles gar nicht vorbereitet zu sein, wie auch. Ja, wie auch. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, deuten Sie da aber durchaus halt auch ja, eine zweite Ebene neben dem Behördenversagen an, um es mal so auszudrücken. Jetzt wird aber allerdings, Herr Rupp, Ja, die zweite Ebene neben dem Behördenversagen, übrigens Behördenversagen, so viele Zufälle, wie es da bei diesem Behördenversagen geht, gibt es gar nicht.
Also ein Zufall, zwei Zufälle eventuell noch, aber nicht Zufälle, 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 die sich häufen. Dadurch häuft sich, multipliziert sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert. Und deshalb muss man da äußerst kritisch solche Stellungnahmen untersuchen. Aber der andere Punkt, schauen wir doch mal an, uns an nach diesem Ereignis auf, wurde ja die Suche nach diesem Pakistani in die Wege geleitet. Man weiß bis heute nicht, von wem der Hinweis kam, dass es ein Pakistani war. Dadurch war, wie Herr Kühlbel schon gesagt hat, die Polizei abgelenkt. Die ersten 24 Stunden, die kritischen 24 Stunden, wurden verplempert. Es wurde, man könnte es auch so nennen, Zeit geschunden. Zeit geschunden wofür? Ja? Und daher wurde dann anschließend Hokus Pokus Filibus dann von den LKA-Leuten, nicht mehr von der normalen Polizei, wurden dann dieser Ausweis gefunden. Und dann auch mit Fingerabdrücken. Vorher gab es das nicht. Jetzt wird wieder durch Zufall wurde dies nicht gemacht und jenes nicht gemacht und das wurde übersehen. Aber Fakt ist doch, wenn wir das festhalten, Zeit wurde geschunden, dann fand man diesen Ausweis und der sagte, Amri war es. Nun könnten wir, was verbindet denn eigentlich Amri überhaupt mit diesem Morden? Nur der Ausweis. Und gibt es andere, auch wie schon der vorhin erwähnte Ex-Kriminalist als Bundestagsmitglied, der Fraktionsmitglied der Linken, die sagen, da stimmt was nicht. Das kann sehr wahrscheinlich platziert worden sein, um nochmal in eine falsche Richtung zu gehen. Der Amri muss ja gar nicht in Berlin gewesen sein zur Tatzeit. Und man brauchte womöglich Zeit, um den Ausweis zu beschaffen. Was ist passiert? Vorher hält man die schützende Hand über Amri und jetzt soll es erst gewesen sein. Ist der Amri den Behörden aus dem Ruder gelaufen? Opfert man ihn? Oder lebt der Amri einfach tatsächlich, ist nur auf dem Papier im Moment tot und lebt woanders und geht mittlerweile seine Arbeit als Agent Provocateur unter anderem Namen in Spanien nach? Man weiß es nicht. Das ist Spekulation, klar, deutlich, aber wegen der mangelnden Aufklärung, während der mangelnden Transparenz, ist ja alles möglich. Sie sagen Spekulation, ja, also im Endeffekt, dass ja der Tunesier Anis Amri, ja, wenn man so will, begleitet wurde zu seinem Attentat letztendlich. Spekulation ganz sicher, es gibt einige Indizien, wie Sie gerade erläutert haben, die ja schon in diese Richtung zeigen, wenn man so möchte. Er wurde sogar von einem V-Mann beim Umzug geholfen, beim Umzug nach Berlin. Also de facto wurde er begleitet. Ob das nun genau in dem Sinnzusammenhang ist, weiß man auch nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, liegt es ja noch gar nicht so lange zurück. Wir erinnern uns alle an die NSU-Morde. Dort wurde die Öffentlichkeit letztendlich ja auch darüber informiert, dass es ja nur so von V-Männern gewimmelt hat im Umfeld der NSU-Terroristen, dass ein V-Mann sogar bei einem Anschlag involviert war, wenn man so möchte. Praktisch dabei war. Da stellt sich natürlich doch halt die Frage, ist das jetzt wirklich ein Kettenversagen der Behörden? Oder was steckt dahinter? Wie lässt sich sonst erklären, dass V-Leute, die ja da sind, um dieserlei Fälle helfen, diese aufzuklären, letztendlich das nie leisten, sondern dann tatsächlich sogar noch bei Anschlägen mit dabei sind? Ja, V-Leute sind nicht unbedingt zur Wahrheitsfindung da. Das sind einfach nur Kontakte. Und die sagen das, was ihnen nützt und verbergen das, was ihnen nützt. Ja, also das sind nicht Leute, die jetzt wie Ermittler Tatsachen ständig bringen und ständig Informationen bringen. Ja, wer sich einmal auf so ein Geschäft eingelassen hat, der versucht auch aus verschiedenen Richtungen dann das Geld zu ziehen. Sie werden ja auch bezahlt. Sie machen es ja nicht irgendwo aus Liebe zum Staat oder aus Liebe zur Terrorabteilung der Polizei. Ja, und das sind schon dubiose Gestalten. Also der V-Mann unbedingt ist nicht
unbedingt der Rechtschaffende. Aber welchem Zweck dient er dann letztendlich, wenn er doch ja nicht dazu angetan ist, solche Anschläge dann zu verhindern, zu helfen, sage ich mal? In der, im Fall von NSU gab es ja ein sehr enges Zusammenspiel mit solchen faschistischen V-Männern, die auch sogar recht hohe Funktionen in diesen rechten Strukturen besetzt hatten und ihren Führungsoffizieren beim Verfassungsschutz. Und all diese Dinge, die wurden ja total vor der Öffentlichkeit, nicht nur vor der Öffentlichkeit, auch vor den Parlamenten, vor den Untersuchungsausschüssen etc. alle, da wurde gelogen und betrogen und verfischt und so weiter. Und dann stellt man sich, und die NSU-Geschichte ist ja bis heute nicht aufgeklärt. In der ja? Oder sagt richtig. Mir jemand da was anderes. Ja? Dokumente wurden auch wieder zufällig vernichtet. Nicht nur einmal, sondern viel oft in verschiedenen Büros, mit verschiedenen Leuten. Ja? All diese Dinge, diese vielen Zufälle, Versagen und so weiter. Und dann soll man sich wundern, wenn man in einem solchen Fall, wo es so offensichtliche hier gibt es offensichtliche Widersprüche, wenn man dann anfängt zu denken, Moment, ist vielleicht da doch etwas mehr dahinter? Oder haben uns unsere Ermittlungsbehörden immer die Wahrheit gesagt? Ja, Zweifel sind ganz sicher angebracht, ja. Ja, es ist natürlich auch bei dieser Geschichte irgendwo im Raum, der hatte 14 Identitäten, der Attentäter. Ja. Und wie finde ich mich im deutschen Behördendschungel und überhaupt in Deutschland zurecht, als einer, der hier ein paar Monate lebt, ich sage es jetzt mal so grob, ohne Führung. Ja, der fährt nach Kleve, der fährt nach Emmerich, der fährt nach Dortmund, der fährt nach da, nach da, nach da, nach Berlin. Und überall reicht der was ein. Ich muss doch erst mal wissen, wo finde ich denn die Ämter überhaupt, wo finde ich meine Ansprechpersonen. Und also das als Landesfremder so zu handeln, wie er das gemacht hat in dieser Zeit, das ist schon hochachtungsvoll. Ja, da muss man ohne schon, Betreuung, ja. Ja, auf alle Fälle. Ja, und vielleicht zu diesen Identitäten, da habe ich auch ein paar Ermittlungen gemacht. Na, Ermittlungen sind das eigentlich gar keine Feststellungen gemacht. Er gibt nicht allzu viele Namen an. Dafür wechseln die Geburtsdaten, aber die sind auch übersichtlich, und die Geburtsorte. 14 Identitäten sollen bekannt sein, aber sie schrumpfen, wenn man ein bisschen mit der arabischen Sprache vertraut ist. Zum Beispiel gibt er einmal mit Namen, Geburtsdatum und Ort alles gleich. Einmal Alexandria als Geburtsort an, das andere Mal Iskenderia. Und der ägyptische Name für Alexandria ist eben Iskenderia. Damit schrumpft diese Identität. Ein anderes Mal gibt er sich 3, 4, 5 Mal als Ägypter aus, der in Kafre geboren ist oder Kafjik. Ja. Und den Ort gibt es nicht. Ich habe selber auch längere Zeit in Ägypten gelebt. Ich kenne mich da ein kleines bisschen aus. Und dieser Name ist durchaus auch die Bezeichnung für die Chefrin-Pyramide. Ja. Also er hat bei seinen Identitätsangaben einfach mal so Ägypten im Kopf gehabt. Was fällt mir dazu ein? Cheops-Pyramide kann ich nicht nehmen, kennt jeder. Also Alexandria und ja. Das. Und der Deutsche schreibt es dann fein nieder in verschiedenen Transkriptionen an verschiedenen Orten, und schon kommen diverse Identitäten raus, die der Attentäter niemals im Kopf haben könnte. Ja, wie kann ich meine 14 Identitäten im Kopf haben? 3, 4, 5, dann wird es schon schwierig. Ja, hallo, wie heißen Sie? Wann sind Sie geboren? Ja. Das ist das Problem. Ja. Ja, das fällt dem einen oder anderen sogar bei den eigenen Kindern schwer. Ja. Bei 14 wird es dann richtig kompliziert. Wir haben gerade schon ganz kurz ansatzweise darüber gesprochen. Jetzt wird halt auch ein Untersuchungsausschuss wieder anberaumt. Jetzt stehen halt auch die Wahlen 2017 an. Beim NSU war dieser Untersuchungsausschuss, vorsichtig ausgedrückt, bis jetzt nicht ganz so zielführend, um den Fall aufzuklären. Sie als Experten, ja, was erwarten Sie jetzt letztendlich von einem Untersuchungsausschuss im Fall Amri? Es gibt ein altes Sprichwort: Wenn ich was vertuschen will, dann gründe ich einen Untersuchungsausschuss, einen politischen Untersuchungsausschuss. Ja, auf den Punkt gebracht, Herr Köbel. Das wäre so auch Ihre Einschätzung? Ja, man sieht ja auch schon, dass der Wahlkampf naht, weil
im SPD-regierten Nordrhein-Westfalen. Ja, da ist ja jetzt schon der Aufstand geprobt, weil der Kauder von der CDU denen schon mal gesagt hat, bringt mal euren Laden in Ordnung, der ganze Trick kommt von euch. Ja, also wir als CDU, CSU, wir sind diejenigen, die hier für die Sicherheit sorgen. Ja, es geht ja in Richtung Wahlkampf, Rot, Rot, Grün, ja, den kann man schon mal damit einen verpassen und sich gegen die AfD aufbauen. Also in der Richtung wird das jetzt politisch schon mal gedreht und ausgeschlachtet. Leider wieder mal auf den Opfern, ja, ohne derer überhaupt zu gedenken. Und ja, so geht's weiter, denke ich, in den nächsten Tagen. Ja, noch eine abschließende Frage tatsächlich. Also jetzt wird ja, es wurde ja, die Politik ist in einen, ja, man muss es sagen, wilden Aktionismus verfallen. Ja, ich glaube, einen Tag später rief schon Seehofer bei der Merkel an und sagte, wir müssen jetzt Gesetze verschärfen, obwohl noch nicht mal klar war, um wen es sich handelt, was ist überhaupt passiert. Jetzt wird gesprochen von Fußfesseln, von schnellerer Abschiebung, Entwicklungshilfe soll gekürzt werden, etc. pp. Was halten Sie von diesem, ist das ein Rumdoktern an Symptomen, Aktionismus, wie deuten Sie das? Es ist ein Grundprinzip eines jeden Politikers, keine Krise ungenutzt vorbeigehen zu lassen. Und wenn wir dann anschauen, diese spezielle Krise ist ein Türöffner für viele alte Wünsche wieder auf die Tagesordnung zu bringen, zum Beispiel. Und die wurden ja schon präsentiert, also Zentralisierung der inneren Geheimdienste etc. 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 Und einiges davon wird wahrscheinlich dann auch durchgesetzt werden. Die Bevölkerung ist ausreichend verunsichert und das wird dann wohl auch gelingen. Herr Kölbel, auch noch ein abschließendes Wort. Ja, ich sehe das auch so, genau so. Für mich ist natürlich dann der Innenminister auch nicht gerade der geeignete Mann, der jetzt hier so trompetet. Er hat es ja noch nicht mal geschafft, diesen sogenannten Sachsensumpf in Dresden aufzuklären, wo es um Immobilienspekulationen und Kinderprostitution ging. Also da hatte er schon eine enorme Aufgabe, die hat er nicht gepackt. Ich weiß nicht, wie er den Terrorkampf dann anfangen will. Also entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass Sie in der Tat auch verschiedene Bücher publiziert haben. Hier ist einmal die Mordakte Hariri. Wir hatten darüber gesprochen. Sie hatten sich mit dem Fall sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und zum Zweiten... Nein, das ist nur die arabische Übersetzung. Ach, das ist die arabische Übersetzung. Ah ja. Und das ist, sagten Sie, ein Bestseller? Das lief als Bestseller. Die haben wohl in den ersten 3 Monaten da unten 100.000 Stück verkauft. Aha. Ja, ja. Und da sind kann Sie, man dann schon so sagen. Ja, und da sind Sie sozusagen dem Fall nochmal wirklich, ja. Es wird dann noch ein zweiter Titel folgen mit neuen Ermittlungen. Ich habe mich 10 Jahre mit dem Fall beschäftigt. Das ist ja ein imposanter Fall, der immer nach wie vor noch den arabischen Raum bewegt. Das ist so der Kennedy-Mord. Im Nahen Osten. Ja, ja. Und da habe ich ziemlich neue Erkenntnisse und gute Erkenntnisse gewonnen, die ich dann auch noch zu Papier bringen will. Ja, meine Herren, da möchte ich mich wirklich sehr, sehr herzlich für dieses sehr spannende Gespräch bedanken. Und ja, wer weiß, vielleicht wird ja noch Licht in die Geschichte reinkommen. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen.